dagegen fahren. Ja, falls wir dagegen fahren, will ich nur filmen. Das ist echt scheiße eng hier. Hallo! Moin Leute und willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Was geht, Simon? Hi! Seid ihr gut drauf oder was? Wir sind immer noch on Red. Ich war gestern Abend nicht mehr feiern. Spaß! Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade schon wieder am Schneiden von dem Video von gestern. Ich habe ja echt richtig gut geschlafen. Das war echt erholsam, oder? Ja. Einmal ganz kurz, bevor es losgeht, gönnt euch mal diese Aussicht. Kommt mal mit raus. Wir haben einfach, wir wurden gratis geupgradet und wir haben diesen Balkon hier bekommen. Denn auf geht. Daily Fails auf Fiona. Tada! Cool, ne? Oh, die Linse besteckt so ein bisschen, weil es so schwül ist. Das wollte ich euch kurz zeigen. Ich bin drauf, Alter. Gehen wir mal die Route für heute durch. Also es ist so, dass wir am 13. da sein müssen. Mein Vater hat da auch schon einen coolen Beach Club rausgesucht. Das heißt, wir wollen so schnell wie möglich dahin, damit wir da vielleicht ein, zwei Tage noch so sein können und uns ein bisschen ausruhen können. So, jetzt ist die Frage, ob wir heute 1200 Kilometer durchfahren oder irgendwo auf der Hälfte oder auf zwei Drittel eine Pause machen. Das gucken wir spontan. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr machen? Ich weiß es nicht. Gestern hat es ja ganz gut beim Hotel geklappt. Also okay, gut, wir waren erst um 2:30 im Bett, aber egal. Wir mussten natürlich einen sicheren Parkplatz für das Auto und vor allem natürlich für das Paket suchen. Ja, das ist halt oberste Priorität. Wir sind schon wieder eine halbe Stunde zu spät. Wir hätten eigentlich schon auschecken müssen. Es ist 12:30. Ich werde jetzt das Video von gestern schneiden. Oh shit, ich habe die ganze Zeit die Bierflaschen da unten mit drin hier. Hallo. Es ist nicht das, wonach es aussieht, Simon. Ich schneide jetzt das Video fertig und dann sehen wir uns gleich, wenn es wieder losgeht. Let's go. Der Vlog ist fertig geschnitten und hochgeladen. Es ist schon 15.30 Uhr. Das hat doch ein bisschen länger gedauert als gedacht heute. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hinfahren heute. Los geht's, ich hab Lust. So, Tasche ist gepackt. So, hier habe ich ein Hotel rausgesucht. Okay. Hat das einen Pool? Wenn ja, wie lange hat er auf? Hat einen Pool. Damn. Gemeinsam Pool wäre ja nochmal geil. Hast du deine Taucherbrille dabei? Und Schnorchel? Neoprenanzug. Neoprenanzug, genau. Ist ja echt kalt hier, ne? Wie heißt die Stadt, wo wir hinfahren? Denia fahren wir hin. Das ist die Karte, das ist unser Weg heute. Ich hoffe, das klappt alles. Frühstück inbegriffen. Und Parkplatz. Perfekt. Parkplatz ist wirklich wichtig. So, guck mal, eine Palme. Ja. Da ist der Bratan. Okay, reicht. Okay, einsteigen. 546 Kilometer, 5 Stunden und 13 Minuten. Weil heute ist nur ein halber Tag, weil heute ist Freitag. Heute ist Freitag, deswegen haben wir früher Feierabend heute. Dagegen fahren. Ja, falls wir dagegen fahren, will ich nur filmen. Das ist echt scheiße eng hier. Also wenn, dann haben wir jetzt wenigstens drauf. Ich guck raus. Ich bin hier. Also ich guck hier. Es ist so eng. Boah, ist das steil. Alter Schwede. Wir kippen. Ja, wir kippen gleich unten hin, ich glaube auch. Kommt das nochmal? Müssen wir noch einen Berg hoch? Oder? Ja, noch einen Berg. Noch einen Berg? Easy. Läuft. Wir haben es geschafft. Und nie hetzen lassen. Niemals hetzen lassen. Immer locker bleiben. Ja. Stress macht man sich höchstens selber, wie Klima immer sagt. Und da hat man eine Beule drin. Ja, genau. So, auf nach, wie heißt das? Dacia? Nee, Valencia? Nee, wie heißt das? Palmen aus Plastik. Nee. Wie heißt das? Denia. Auf nach Denia. Das hat wer geschrieben, die Scheibe ist iced out. Finde ich auch. Man muss es einfach positiv sehen. Sieht man das eigentlich? Ja, ne? Oha! Ganz schön warm hier. Es wird wieder getankt. Das machst du richtig gut. Weiter so. Es ist echt verdammt schön. Wir fahren die ganze Zeit an der Küste lang und das ist geil. Das ist doch die Riviera, oder? Das hast du doch hier, Simon, ne? Wegen Dings. Genau. Es ist gleich schon 18 Uhr. Wir haben noch 3,5 Stunden Fahrt heute vor uns. Es ist heute mal ein ganz entspannter Tag. Freitag, Wochenende. Ist ja auch Freitag und Wochenende, ganz genau. Man muss ja nicht mal 1000 Kilometer machen. 500 reichen ja auch mal. Wir hatten eben 38 Grad. Für Kuchen und Pasta. Ich bin ja sonst nicht so, aber schmeckt schlimmer als in einer Jugendherberge. Cheers. Wie war es da stehen? Penis-Cola. Hast du es gesehen? Penis-Cola. Genau so spricht man das aus. Penis-Cola. Was ist denn das? Wollen wir da mal halten in Penis-Cola? Was? Ich blende das jetzt mal ein hier auf der Karte. Da ist wieder Penis-Cola. Ja, man muss ja irgendwie die Zeit vertreiben und sowas. Das macht man den Tag richtig viel besser, so, weißt du? Das sind die kleinen Dinge. Penis-Cola. Super. Mann, ist das schön schon wieder hier. Ich drehe durch. Gut, hinten ist jetzt Wasser. Da ist die ganze Zeit natürlich schon Wasser, aber jetzt sehen wir es halt auch mal, sonst sind da mal Berge. Ich würde sagen, es kommt eine kurze Wasserberge-Monte. Let's go! Let's go! Jonah! Ich kann nicht so viel. Oh nein, Leute. So Clickbait. Das war Papa. Halbe kaputt. Der Stream war übel lustig. Ist richtig schön hier gerade übrigens. Guck mal, Palmen. Wir waren gerade in so einem Industriegebiet, um den Stream zu gucken. Richtig geil. Aus Plastik. Palmen aus Plastik. Dies, das. Es ist Viertel nach 21 Uhr und wir haben immer noch 34 Grad. Es ist so
heiß. In 300. Bisschen unter 2 Stunden fahren wir jetzt noch. Gleiches Problem wie gestern, wir haben noch kein Hotel. Das machen wir nachher spontan wieder. Mut zur Lücke. Genau, Mut zur Lücke. Oh, ist das gerade geil. Seht ihr das? Das ist komplett wie in Kalifornien gerade. Dieser Sonnenuntergang vom Licht, diese komischen Autobahnschilder und die Berge im Horizont. Wird man ja richtig poetisch hier. Wow. Pöttisch. Pöttisch. Pedis-Cola. Zeit für einen kleinen Zwischencheck. Es ist 22.45 Uhr und wir haben immer noch über 32 Grad. Es ist todeswarm. Wir haben ein Hotel rausgesucht. Das ist der Hammer. Wir fahren ungefähr noch eine Stunde, dann sind wir da. Und ich hoffe über alles, dass der Pool noch auf hat. Sonst müssen wir halt morgen früh da reinspringen. Papa, du bist wieder dran mit fahren jetzt. Der Herkules ist hier nicht drin. Okay, es geht schon los. Wir finden das Hotel nicht. Wir haben es geschafft. Das hier ist das Hotel. Das Hotel heißt Sun Palace. Es ist Mitternacht mal wieder. Kleines Update zur Scheibe. Ja, man sieht es gerade gar nicht. Naja, ist auf jeden Fall, hat sich nicht viel weiter getan. Alles easy, cheesy. Die Heimbelieferung ist natürlich auch noch da. Das sieht locker eine Tonne. Hier, das ist der Eingang. Ich habe absolut keinen Plan, wo wir sind. Das hat so einen kleinen Beverly Hills Vibe hier irgendwie, weil wir so einen riesigen Berg hochgefahren sind. Da hinten ist, glaube ich, das Meer. Und wir gehen jetzt erstmal rein. Ja, sicher. Mal den Ausblick an. Anscheinend gibt es einen Ausblick. Worauf weiß ich noch nicht ganz, weil ich nicht weiß, wo wir sind. Es gibt einen Ausblick auf Spanien, an die, auf die Riviera gibt's. Arriving today. Boom, Tour. Schlichte Eleganz. Ja. Oh, ich bin so fucking müde, ne? Boah, ist meine Kamera geil. Aber ich kann leider nicht zoomen. Stellt euch einfach vor, dass dahin, dass da das Wasser ist. Und alles drumrum. Na, ihr seht's ja. Morgen werde ich dann um 8 aufstehen, diesen Vlog hier schneiden. Und dann fahren wir 900 Kilometer nach Albufeira. Damit mein Vater endlich auf seine Beachparty gehen kann. Morgen schaut auf jeden Fall auch vorbei. Da wird es dann wahrscheinlich so ein kleines Partyvideo geben. Der Pool leider schon zu, das haben wir eben schon gefragt. Gute Nacht. Guten Morgen! Oh, ist das hell. Oh, es ist 11 Uhr, ich habe den Vlog schon fertiggestellt. Wow! So sieht der fertige Vlog aus. Wenn das Video oben ist, werde ich noch kurz in den Pool reinspringen. Das seht ihr aber erst morgen im Vlog. Haha, Cliffhanger und so. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid. Abonniert den Kanal. Hallo an alle neuen Leute. Ich finde das echt cool, dass so viele jetzt hier rübergekommen sind. Danke Simon und danke euch. Das war's für heute. Haut rein, bis hoffentlich morgen und ciao!